Okay, ja, doch eine deutliche Niederlage für euch hier in Krems heute im ersten Viertelfinalspiel. Was ist dein Resümee? Warum war es dann doch so deutlich am Ende? Ja, das Problem war einfach, dass wir zu viele technische Fehler gemacht haben und das hat sich leider das ganze Spiel durchgezogen. Wir haben zwar in der zweiten Hälfte eine kurze Phase gehabt, wo wir aufholen haben können. Da hat die Deckung gepasst und auch der Angriff. Aber leider hat sich das gleich wieder geändert und es ist so weitergegangen wie am Anfang. Wir haben vorne Fehler gemacht, wir haben in der Deckung sind wir zu weit auseinander gestanden und ja, das war das größte Problem heute, ja. Was muss sich aus deiner Sicht jetzt im zweiten Viertelfinale in Ferlach bei euch ändern aus deiner Sicht? Ja, das ist schwer zu sagen, aber das größte Problem waren eben die technischen Fehler und wir sollten im Angriff schauen, dass wir sicherer spielen und nicht so viel unnötige Ballverluste haben. Dankeschön. Danke. Alles Gute auch in Kärnten. Okay, Kenan, ja, super erfolgreich mal erst ein Viertelfinalspiel gegen Kärnten. Warum ist es so gut gelaufen zum Schluss dann? Ja, ist eine gute Frage. Wir haben dann gut im Angriff gespielt, die Bälle weiterlaufen lassen und auch kompakt Deckung gespielt, vor allem in der zweiten Halbzeit. Und ja, vielleicht waren die anderen dann müde und wir haben sie überlaufen. Aber war schon eine gute Leistung von der Mannschaft. Ja, jetzt zweites Spiel in Kärnten am Dienstag. Ja? Was ist da die Marschroute, was ist da die Taktik aus deiner Sicht? Ja, natürlich gewinnen, an dem anknüpfen, wie wir vor allem in der zweiten Halbzeit, wie wir gespielt haben. Und ja, wir müssen die Leistung bringen wie heute, dann gewinnen wir das und dann sind wir weiter. Cool. Gratuliere, alles Gute an den Kärnten. Dankeschön. Ciao, danke.